Das ist Git McMarks. Der Mann aus dem Infobot. Höchstpersönlich, Kumpel. Habt ihr beiden meine fette Raumschlacht vorhin gesehen? Deine Hilfeschreie haben wir gehört. Das war eine Art Schlachtruf. Mein Agent und ich wurden auf dem Weg zum Hoverboard-Training überfallen. Hat er den Absturz überlebt, Sir? Ach, der ist okay. Aber ich habe Probleme, zum Schiff zurückzukommen, weil ich mir den Knöchel verstaucht habe. Ja, klar. Wenn ihr alle Sandhaie erledigt, könnte ich euch vielleicht ein Hoverboard schenken. Wir würden ja gern helfen, Mr. McMarks, aber wir suchen Captain... Eins deiner Boards. Ich wollte schon immer ein gutes Hoverboard. Tja, na gut. Und du hältst am besten deinen Fuß hoch. Kumpel, fang! Ein brandneues Z3000. Die gibt's noch gar nicht zu kaufen. Okay, ich muss los. Wir sehen uns bei den Hoverboard-Rennen.
Hast ein Gadgetron Z3000 Hoverboard erhalten? Setze das Hoverboard auf der Rennstrecke in Blackwater City auf dem Planeten Rega ein. Hallo, Fellknäuel. Vor dir enthält normale Gadgetron-Bewegungsziele. Überquere die Abgründe mit dem Schwunghakengerät. Yeah.
jeder Ring eines Unknackbar-Schlosses ist mit Lasern versehen. Ziele mit den Lasern auf die Rezeptoren des äußeren Rings, bis sie grün leuchten. Alle Rezeptoren müssen grün sein, bevor das Unknackbar-Schloss geöffnet werden kann. Überhaupt kein Empfang. Dieser Zeitverlust bringt mich nach um. Benötigen Sie ärztliche Hilfe, Sir? Nimm nicht alles so wörtlich, Kleiner. Mein Problem ist, dass ich auf diesem Kaff-Planeten festsitze und meinen Star-Klienten nicht finden kann. Hey, ich hab Sie schon mal im Infobot gesehen. Sie sind Skids-Agent? War Skids-Agent. Seit dem Absturz ist Skid verschwunden. Und ein Agent ohne Star ist wie ein Floh ohne Hund. Moment, du siehst auch recht sportlich aus.
Hör zu, wenn du den Hauptpreis der Hoverboard-Rennen in Blackwater City gewinnst, dann wirst du mein nächster Star. Für solch triviale Sachen haben wir keine Zeit, Sir. Genau, ich als der neue Skid McMarks. Hallo, Fellknäuel. Ja, sehr schön. Das sollte eigentlich reichen. Commander, ich würde sagen, hier sind wir fertig. Beginnen Sie damit, unsere neuen Planeten in Position zu schleppen. Leutnant! Ja, Sir! Sie haben Ihre Baumquote gerade so erfüllt. Gerade so. Wir können zur Basis zurückkehren. Nicht so hastig, Leutnant. Nur weil wir keine Bäume mehr brauchen, müssen wir sie nicht stehen lassen. Zerstören Sie alles. Herzlich willkommen, Vorsitzender Drake. Lassen Sie die Förmlichkeiten, Leutnant. Man sagt mir, Sie arbeiten zu langsam. Sie müssen diesen Planeten zur Ausbeutung für unsere neue Welt vorbereiten. Ja, Sir. Wie Sie sehen, schreitet hier alles planmäßig voran. Ich zähle auf Sie, Leutnant. Und Ihr ehemaliger Kommandant kann Ihnen bestätigen, dass ich nicht gern enttäuscht werde. Ja, Sir. Ich enttäusche Sie nicht.